Ich bin verantwortlich für den Vertrieb. Vertrieb heißt hier der Zentralbereich Vertrieb. Der ist verantwortlich für den Vertrieb in 92 Ländern, über 67 Repräsentanzen. Ich bin seit 13 Jahren bei der Messe München. So eine Messehalle in München besteht aus 11.000 Quadratmetern. Sie alle kennen vielleicht aus der eigenen Wohnung den Umstand, wenn einmal ein Raum von 100 Quadratmetern leer sein sollte. Das sieht nicht gut aus. Das heißt, es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Hallen gefüllt sind. Wir müssen natürlich erkennen, wie werden sich Märkte künftig verändern. Messen finden in einem Jahr statt, in zwei Jahren, in drei Jahren. Wir müssen diesen Prozess vorausdenken, müssen ihn so genau wie möglich treffen, um dann das richtige Produkt zu diesem Zeitpunkt in zwei oder drei Jahren entsprechend anbieten zu können. Die Messe München ist zwar ein Unternehmen, das getragen ist von Stadt und Land als die großen Anteilseigner. Die Messe München ist aber vor allen Dingen ein hochinternationales, flexibles und sehr dynamisches Unternehmen. Schon deshalb, weil sie natürlich mit knapp 40 verschiedenen Branchen arbeiten. Und wer diese Branchen nicht versteht, kann letztlich mit ihnen nicht umgehen. Der Gestaltungsfreiraum ist deswegen hoch, weil wir bei der Messe München ein gemeinsames Ziel haben, und das heißt Erfolg. Alles, was zu diesem Erfolg beiträgt, ist grundsätzlich erlaubt. Ideen werden gefördert, sie werden geschätzt, und es ist auch möglich, Ideen immer wieder marktgerecht umzusetzen.